Klein, aber oho. Fidget Spinner, auf Deutsch übersetzt so viel wie Zappel-Philipp Kreisel, sind die derzeitigen Renner bei den US-Kids. Mit einem Kugellager in der Mitte lässt sich das Minispielzeug in Rotation versetzen, auf den Fingerspitzen balancieren oder werfen und wieder fangen. Das Drehen zwischen den Fingern beruhigt und macht richtig Spaß. Das beruhigende Element ist auch der Grund, warum die Spinner ursprünglich entwickelt wurden. Sie sollen Nervosität, ja sogar Symptome von ADHS bekämpfen helfen. Der Trick dabei ist, dass das Spielzeug in der Hand dem Gehirn meldet, dass man sich mit einer sich wiederholenden Aufgabe beschäftigt, und das beruhigt offensichtlich und befreit. Allerdings befreit es nicht nur Zappel-Philippe, sondern offensichtlich auch ganz normale Kinder. Die Folge, statt im Unterricht aufzupassen, wird nur noch rotiert, zum Ärger der Mitschüler. Viele haben es nicht mehr im Griff, ihre Kreisel fallen ständig auf die Pulte und das stört. Irgendwie schießt das Ganze übers Ziel hinaus. Zu viel Anreiz ist auch nicht gut. Das finden inzwischen auch viele Schulen, die das pädagogisch dann wohl doch nicht so wertvolle Spielzeug aus dem Unterricht verbannt haben. Vielleicht eine Warnung für Deutschland, wo die Fidget Spinner als der kommende Spielzeugtrend des Jahres gehandelt werden.